Ich glaube, das funktioniert. Ja, ich bin ja normalerweise schon schlecht vorbereitet und habe kein Skript. Jetzt ist alles noch viel schlimmer, weil ich wollte unbedingt mal dieses Live-Dings ausprobieren. Und ja, Gelegenheit macht nicht nur Diebe, Gelegenheit macht auch YouTube-Livestream ausprobier, Leute. Ja, nein, ich wollte da unbedingt mal ausprobieren, ob das funktioniert mit dem YouTube-Live. Und da dachte ich mir, eigentlich ist der Start der iPhone Review-Saison der ideale Zeitpunkt. Zumal ja alle Reviewer sehr wenig Zeit hatten und eigentlich muss man fairerweise sagen, sind es auch noch keine Reviews, sondern mehr, na, wie soll man es nennen? Ich habe es Eindrücke bei mir genannt, weil ich hatte von Freitag bis jetzt Zeit, das alles zu testen und da ist es jeweils ein bisschen seriöser, wenn man von Eindrücken spricht. Und ich dachte mir, eigentlich würde es sich ja anbieten, mal Kommentare live zu beantworten und habt ihr gerade dieses sehr schockierte Gesicht gesehen? Ich dachte, ich gucke jetzt mal rüber, ob irgendjemand reingeschrieben hat. Du meine Güte, es sind ja schon unglaublich viele, die da reingeschrieben haben. Wie soll ich das nur alles lesen? Das habe ich nicht bedacht bei YouTube Live. aber da kümmern wir uns gleich drum, um die Fragen. Wieso trägst du zwei Uhren, fragt jemand. Das habe ich gerade erwischt. Oh, das haben zwei, drei gefragt. Ja, vielleicht ist das ja die Gelegenheit, um das ein für alle Mal zu klären. Ich bin ein großer Uhrenfan schon seit ich klein bin und in der Schule war, habe ich eigentlich immer eine metallene mechanische Uhr getragen und damals eine Casio G-Shock. Hin und wieder auch drei Uhren, aber das zählt ja nicht. Nein, und das habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht, bis die Smartwatches aufkamen. Und dafür wollte ich meine mechanischen Uhren nicht aufgeben und darum trage ich jetzt weiterhin beide, einfach keine Casio G-Shock mehr, sondern die Apple Watch, ohne die ich fast nicht durch den Tag komme, weil die mich an alle Termine erinnert und die mechanische Uhr, weil ich einfach viel zu viel Freude dran habe. Das Verrückte, sind da irgendwie schon 70 Leute und schauen zu. Soweit habe ich mir das nicht überlegt, aber was ich mir überlegt habe, weil ich dachte, da meldet sich eh keiner und das könnte eine ganz traurige Veranstaltung werden, dass ich mir Verstärkung organisiert habe. Gibt ein bisschen ein Gebastel. Ja, über die iPhones reden wir gleich, aber ich dachte mir, wir schalten erst noch einen Experten zu. Ich lege die iPhones jetzt ganz neckisch da vorne hin. Und der Experte des Vertrauens ist der Kollege Lorenz Keller von den Zürcher Ringier Medien. Und ihr seht, ich mache das zum ersten Mal und ich habe mir gedacht, wir versuchen das alles mit iPads. Und mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wir funken jetzt Lorenz mal an. Wo ist Lorenz, wenn man ihn mal braucht? Anruf, FaceTime. Da müsste er schon sein, nur sehen wir ihn noch nicht. Moment, Lorenz, wo bist du? Warte schnell. So, da, jetzt sehen wir Lorenz. Ihr seht ihn noch nicht, aber das ändern wir gleich. Wir müssen hier die spektakuläre Technik testen. Hallo, hallo. Wir hören Lorenz, wir sehen ihn noch nicht ganz. Übrigens, wir haben hier ja Kamera 2. Da seht ihr jetzt, was ich versuche. So, da ist Lorenz wieder im Bild, sehr gut. Jetzt schließen wir ihn aber da noch an, auf dass wir ihn hier haben. Und da ist Lorenz, sehr gut. Jetzt müssen wir Lorenz noch ganz laut machen, dass wir ihn gut hören. So, das ist ein Gebastel, aber es funktioniert. Lorenz, hörst du mich? Oder wir müssen ja Hochdeutsch sprechen, Entschuldigung, ja, Kolleginnen. Wir müssen auch so spielen in den Videos. Ich mir ja gewohnt. Und ich muss ein bisschen leiser sprechen, wenn ich mit Lorenz spreche, weil Lorenz geht über dasselbe Mikro da oben. Ist alles ein bisschen ein iPad-Gebastel hier. Aber hört ihr Lorenz da draußen? Ich muss mal in die Kommentare gucken. Hört ihr mich? Genau, ich bin der Typ, der letztes Mal übel gehatet wurde beim iPhone 12. Genau, darum haben wir jetzt Verstärkung durch Lorenz hier in genau, der... Genau. Jetzt haben wir Engelchen und Teufelchen in einem Video. Genau, aber jetzt haben wir nur Engelchen, nur Teufelchen, jetzt muss das Engelchen da noch ins Bild. So. Lustige Spielerei, da dieses Live-Mischpult, was ich schon immer ausprobieren wollte. Der arme Lorenz muss jetzt dran glauben und ihr auch ein bisschen. Nein, Lorenz, schön bist du...
Auch ja, Frage Nummer eins an dich. Ich konnte deine iPhone-Sache noch gar nicht lesen, aber du hast es schon hier. Was ist dein erster Eindruck? Ja, ich habe hier beide. Ich habe die beiden mittleren gekriegt zum Testen, also das iPhone 13, das iPhone 13 Pro. Wenn man quasi ganz ohne Vorwissen da rangeht, würde man sagen, tolle Geräte, super Paket, funktioniert alles. Allerdings, wenn man vor das 12, ich habe das 12 Pro im Alltag viel genutzt, dann ist der Unterschied relativ klein. Also jeder, der ein 12 hat, wird kaum ein Upgrade machen wollen, außer hat viel zu viel Geld. Schmeißt es ins Fenster raus. Aber ehrlich gesagt, so ist es mir auch ein bisschen gegangen. Ich in den letzten Tagen mit dem Test, ich musste ständig schauen, welches iPhone habe ich jetzt in den Händen. Und gerade ich habe viele Nachtfotos gemacht und Nachtfotos, nur um alle Zweifel auszuräumen. Und das Problem war wirklich, beide iPhones sind farbig relativ hell. Ich muss sie da mal schnell in die Kamera halten. Und im Dunkeln habe ich sie das eine oder andere Mal verwechselt. Aber man merkt es dann beim Fotografieren, beim Nachtmodus habe ich schon gemerkt. Wo hast du Unterschiede gemerkt, Lorenz? Also sicher in Extremsituationen, also eben Nachtmodus, ganz klar. Da ist das neue Pro, wenn man jetzt die Zeit Pro-Modelle vergleicht, deutlich besser. Die Farben sind viel schöner, man sieht mehr Details. Aber in Normalsituationen merkt man eigentlich keinen Unterschied. Da würde man blind ist wahrscheinlich immer verlieren. Und da ganz klar Makro. Das gibt's halt einfach, gab's vorher nicht. Finde ich auch sehr schade, dass es nur im Pro-Modell kommt und nicht im normalen. So ist der Unterschied zwischen Pro und Nicht-Pro ist größer geworden. Also wer von einem iPhone 12 oder iPhone 11 auf ein Pro umsteigen will, der wird sich einen großen Sprung erleben. Ja, gerade der Makromodus ist ja schon ewig auf deiner Wunschliste, auf meiner auch, weil die iPhones sind unglaublich waren, unglaublich schlecht, wenn es um die Naheinstellgrenze geht. Das ist die Distanz, mit der man nah ran kann. Und jetzt ist es immerhin gefixt, aber leider nur im teuren Pro. Ich hätte mir das auch sehr fürs Mini und 13 gewünscht. Aber ich habe ja den Verdacht, das kommt nächstes Jahr. Was denkst du? Das kann gut sein, ja. Was immer noch spannend ist, bisher, wenn man dann mit der Kamera, Video oder Foto nahe rangeht, dann machst du immer diesen Sprung von der Linse. Es geht auf die Ultraweitwinkellinse. Und der ist im Moment sehr unschön, weil man ist sehr nahe dran. Man sieht dann richtig, es macht nicht so einen Sprung vorwärts, sondern so einen Sprung seitlich runter. Und anscheinend kann man das abschalten dann. In Zukunft soll ein Update kommen, habe ich heute die Information von Apple noch gekriegt, weil da anscheinend eben mehrere Journalisten das auch bemängelt haben, dass es sehr unschön ist. Macht es beim Zoom auch, wenn man zum Beispiel ein Video wechselt von normal auf Zoom, macht es auch so einen Sprung, aber das ist einfach vorwärts und ist einigermaßen okay. Ja, das habe ich auch kritisiert in meinem Artikel und in meinem Video. Der Wechsel zwischen den Objektiven wird so deutlich wie nie, weil Apple war ja immer sehr gut darin, das zu verstecken, dass welche Kamera sie sitzt. Ich habe ja immer bei meinen Tests hinten die Kameras abgedeckt, um zu schauen, welche filmt jetzt und welche macht jetzt was. Und jetzt beim Makro sieht man es wirklich deutlich. Und gerade bei Videos wünsche ich mir auch, dass man es abschalten kann, aber das kommt ja hoffentlich. Was würdest du dir sonst noch für Verbesserungen wünschen? Ja, also ich meine, die Note 20% kleiner zu machen, aber dafür ein bisschen dicker, hat genau nichts gebracht. Das sieht so aus wie vorher. Der Platz wird nicht ausgenutzt. Also warum? Wenn schon ganz weglassen, das würde sicher schöner aussehen. Ich würde persönlich auch auf Face ID-Sicherheit verzichten und dafür ein schönes kleines Punch-Hole. Aber ja. Ja, der kleinere Notch ist auch, finde ich auch, ist eines der großen Rätsel am neuen iPhone. Warum haben sie ihn kleiner gemacht? Irgendwie, der Mehrwert ist null, es ist dasselbe drin und der Platz links und rechts wird ja auch nicht genutzt. Ich hoffe mal, irgendwelche App-Entwickler nutzen den dann, aber. Oder mit einem Update kommt das vielleicht dann noch. Was ich auch mir wünschen würde, ist Schnellladen. Das merke ich als Vielnutzer, der dann immer wieder das iPhone auch mal durch den Tag laden muss. Ein bisschen schneller da Power reinzubringen, wäre schön. Also wenn ich da, Oppo ist bei 65 Watt, Xiaomi sogar bei 120 Watt. Ja, es muss ja nicht gleich das sein, aber einfach so ein bisschen schneller laden, wäre heute auch schon angebracht.
Das ist lustig, das fällt mir natürlich als Fan des Langsamladens überhaupt nicht auf, weil ich lade ja eh nur drahtlos und merke es gar nicht. Hast du beim Akku, was hast du da bemerkt? Ist ja immer noch ein bisschen früh für Akkuspekulationen, aber was ist dein Eindruck? The Verge hat geschrieben, Surreal Akku oder sowas. Also die haben es schon durchs Dach gelobt. Ich war da sehr zurückhaltend, obwohl es, glaube ich, besser ist. Was sagst du? Ja, also ich habe deutlich gespürt, einfach so im Alltag. Ich habe quasi das iPhone 13 Pro gleich genutzt wie das 12 Pro und nochmal deutlich mehr Akkulaufzeit spürbar, auch wenn man viel filmt, viel Streaming macht. Ja, das finde ich sehr positiv. War ja auch schade, beim 12er ging ja die Akkulaufzeit vielleicht zum 11er zurück wegen 5G und das haben sie jetzt quasi mindestens wieder aufgeholt. Wahrscheinlich ist es sogar noch ein bisschen besser, ohne da genaue Messungen gemacht zu haben. Ich muss jetzt ganz schnell nachschauen. Ich habe heute vergessen, in der Nacht auf heute vergessen, das iPhone zu laden und habe immer noch die Ladung von gestern und bin immer noch bei 46%. Gut, ich war die ganze Zeit zu Hause, da brauche ich nicht viel Strom, aber es hat sich da wirklich sehr, sehr wacker gehalten. Soll ich hier ein paar Fragen vorlesen? Wollen mir die Leute ein bisschen fragen lassen? Oh ja, wenn du das noch, ich wollte jetzt sagen, dass das große Logistikdilemma an dieser Sendung, dass ich komme gar nicht dazu, das alles zu lesen. Ich habe hier ein iPhone, wo ich quasi YouTube schaue und da kann ich es dir vorlesen. Oh, hast du mir mal eine Frage? Das wäre großartig. Entschuldigung? Ja, großartig. Wer Fragen soll sie jetzt nochmal reinschreiben? Da muss ich nicht so scrollen. Genau. Da freut sich jemand vom Sprung iPhone X auf iPhone 13 Pro. Ich denke, das ist sicher ein legitimes Update, würde ich sagen. Ein Upgrade. Ja, würde ich auch sagen. Da ist es wirklich sehr, sehr groß. Da kriegst du mehr Kameralinsen, weil das 10er hatte ja noch keinen Zoom. Und du kriegst den viel schnelleren Prozessor. Du kriegst auch eventuell den tieferen Preis. Je nachdem, wenn du eben nicht das Pro nimmst, kriegst du eigentlich das 13er ist inzwischen, ich würde sagen, in allen Belangen besser als das 10er, nicht? Außer, dass du keinen Zoom hast, sondern Weitwinkel, das vielleicht. Hast du die Farbe Mitternacht? Da fragt jemand, ob das eher dunkelblau oder Richtung schwarz ist. Beim Mini? Ich weiß nicht, welches du hast. Ich glaube, das Mini könnte, ich muss das mal in die richtige Kamera halten hier. Das ist ganz, ganz schwierig, das zu zeigen, aber ich würde sagen, es ist eher dunkelblaulich, aber sehr, sehr dunkelblau, also so Tinten, wirklich tintenschwarz, also ganz, ganz eine schwierige Farbe. Ich dachte, Mitternacht sei eigentlich schwarz, aber also das Mini, je nach Licht, wenn man es ganz, ganz grell anstrahlt, könnte es so leicht bläulich ausschauen, aber das, ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich hab rosa, ist aber sehr weiß und dann habe ich das andere, das sehr weiß ist, nämlich das goldene. Moment, ich zeige schnell. Also beide, bringt kaum aus der Hülle raus, beide sehr weiß. Übrigens meine größte Enttäuschung, dass alle alten Hüllen nicht mehr passen. Also ein 12er hat, kann die alle wegwerfen und 13er kauft. Also einerseits wegen der Größe der Notch, des Kameradings, aber auch die Tasten sind verschoben. Die sind ein bisschen weiter unten, glaube ich, jetzt. Also sprich, alte Hüllen, weg damit. Ja, die Hüllen gehen nicht mehr, weil die Kameras einfach auch größer sind. Außer eine Hülle geht noch, meine Lieblingshülle. Jetzt kommt wieder mein Werbespot für das hier. Das Portemonnaie, das ist weiterhin kompatibel. Aber auch da hat sich Apple ja einen Lapsus geleistet. Das alte Portemonnaie wird nicht gemeldet, wenn ich es verliere. Das neue Portemonnaie wird gemeldet, wenn man es verliert. Da haben sie irgendwas mit NFC-Text verändert. Da wurde gefragt, ist die Akkuanzeige in Prozent zurück wegen der kleineren Notch? Nein, ist sie nicht. Leider wird hier weiterhin nur, wird hier weiterhin nur das angezeigt. Eben Platz hätte es, denke ich, vielleicht kommt das mit einem Update, wer weiß. Apple sagt natürlich immer, zu zukünftigen Projekten äußern sie sich nicht. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass auch Apps das dann ein bisschen besser nutzen und vielleicht irgendeine App irgendwo, Halid, meine Lieblingsfoto-App, hat ja schon gesagt, sie würden da dann schon schauen, dass sie da oben noch ein bisschen mehr reinstopfen können. Also das wäre schon ganz großartig. Dann hätte es sich auch gelohnt mit diesem Schrumpfen des
des Notch, was ja eigentlich so ein bisschen bis jetzt nicht sehr sinnvoll erscheint. Ich muss ja schauen, das sind immer noch mehr Fragen. Ja, es hat Massen noch Fragen. Es wird noch ein iPad Mini gefragt. Weißt du, wie das vom iPad Mini? Hat Apple eins vorgestellt? Ja, es gibt gewisse Sperrfristen und auch wenn man es hätte, dürfte man nichts dazu sagen. Ein Hoch auf den Konjunktiv. Was haben wir noch? Moment. Wallet mit Wo ist funktioniert nur mit Lettercase. Stimmt das? Nein, stimmt nicht. Das Wo ist, ist im Wallet drin. Da muss irgendwo, ich muss das schnell da hier auf die Kamera halten, das ist das neue Wallet. Man sieht es ja nicht an, aber da muss es irgendwo einen anderen NFC-Tag drin haben. Und es funktioniert, ich habe es ausprobiert, auch ohne, dass man noch eine zusätzliche Lederhülle kaufen müsste. Das wäre jetzt richtig stinkig, wenn man sich letztes Jahr das normale Portemonnaie gekauft hat und da muss man sich dieses Jahr eine Lederhülle und das Portemonnaie kaufen. Vor allem, weil das Portemonnaie in meinem Use Case ja die Lederhülle ersetzt. Wann kommt die Apple Watch 7? Wissen wir auch nicht. Kommt, wie Apple gesagt hat, im Herbst. Oder was war es? Later this year oder was war es? Later this autumn, haben sie, glaube ich, gesagt. Okay. Ja. Ich habe erst getippt, sie kommt im Oktober, aber wenn es Oktober gewesen wäre, hätten sie das gesagt. Darum, ich bin inzwischen im Lager, die glauben, die Apple Watch kommt im November. Sie müssen einfach Weihnachten noch erwischen, das ist halt das Ando. Oder wie siehst du das, Lorenz? Ja, denke ich auch. Obwohl eben, das sind auch die Erneuerungen halt wirklich klein. Dem her. Meine Begeisterung so mittelgroß. Die Frage, wie nahe kann man mit dem Makromodus, wie nah muss man rangehen, bevor der Makromodus sich einschaltet? Das ist eine gute Frage. Ich hätte gesagt 10 cm, aber wir testen es an Lorenz. Ja, also es sind etwa 10 cm, hätte ich auch gesagt. Dann wechselt es. Kann man das hier zeigen? Na, das Videobild erkennt er nicht. Doch, jetzt sieht man es. Lorenz in Vollbild. Ich hätte auch gesagt, so 10, 12 Zentimeter ist es. Und wenn man wieder weggeht, geht es auch wieder weg. Und wie nah kann man dran mit dem Normalen? Das probiere ich jetzt auch noch schnell aus, bevor es nicht mehr scharf wird. Ja, ich würde sagen, es sind etwa auch die 10 cm, nachher wird es unscharf, wenn man das simulieren will. Beim iPhone 12 Pro konnte man ein bisschen ja näher ran, wenn man dann Zoom benutzt hat, konnte man Details aufnehmen. Das ist natürlich beim Normal 13er nicht möglich, weil es keinen Zoom hat. Genau, das war immer ein bisschen der Profi-Trick, dass man das 2,5, das zweifach nimmt, um ein bisschen näher ranzugehen, wenn man Details zeigen wollte. Was haben wir sonst noch in den Fragen? Ja, ich bin da weiter am Lesen. Ich werde natürlich kritisiert für meine Aussage mit den Cases. Ich finde einfach, natürlich hat es immer wieder Wechsel gegeben, aber hier sind die Wechsel relativ klein. Für mich ist es 12S und nicht ein 13. Und wenn Apple schon immer von Nachhaltigkeit spricht und so, dann wäre es ja auch schön, wenn man Cases weiter nutzen kann, zumindest irgendwie ein bisschen oder so. Ja, dem schließe ich mich voll und ganz an. Das ist immer schade, wenn man die Cases nicht mehr nutzen kann. Ich hatte für das iPhone 10 damals so ein wunderschönes dunkelviolettes und das konnte ich auch nur ein Jahr nutzen und das war sehr, sehr schade. Ich habe noch eine Frage gefunden da hinten. Jetzt zeige ich irgendwo ins Nix für euch da draußen und da hinten steht der Mac mit den Fragen drauf. Ich habe schnell drauf geguckt. Jemand hat gefragt, wie lange dauert der Stream noch? Lorenz muss schon bald wieder weg. Oder hältst du noch ein bisschen durch? Ich halte so lang durch, bis es klingelt und dann sage ich schnell Tschüss und bin weg. Sehr gut, du gehst einfach. Keine falsche Scham und Abbruch. Die Frage, ob ein Case überhaupt nötig ist, empfehlenswert. Also ich glaube nicht, dass das iPhone so viel stabiler wurde, dass wer jetzt Angst hatte bisher, dass die Glasrückseite oder die Vorderseite kaputt zu machen, jetzt auf ein Case verzichten kann. Also es hat sich nicht so viel geändert, dass man jetzt verzichten kann. Man kann es auch ohne Case nutzen. Was man bedenken muss, ist, dass die K
Kamera gerade beim Pro noch stärker rauskommt, dass wenn es auf den Tisch legt, dann wackelt es schon ziemlich und liegt dort schön auf den Linsen drauf. Ja, unser Kollege Jean-Claude wird jetzt natürlich auch irgendwo in Bern Haare raufen vor dem YouTube sitzen und denken, wie kann man nur keine Hülle und so. Natürlich braucht es eine Hülle. Ich bin letztes Jahr sehr gut gefahren, eben nur mit dem Portemonnaie hinten dran. Aber das bin ich und ich war letztes Jahr wirklich nicht viel unterwegs wegen Corona und allem war ich zu Hause. Darum konnte nicht viel schief gehen. Also ich bin der Letzte, der da hausieren geht und sagt, es braucht keine Hülle. Ich will da nicht schuld sein, wenn da jemand sein schönes 1.000 Franken, 1.000 Euro Ding zerschlägt. Also unbedingt Hülle dran machen. Welches iPhone 13 werdet ihr sofort kaufen und nutzen? Ich muss vielleicht sagen, die Testgeräte von Apple darf man längerfristig behalten. Sonst stecken wir immer alles schön retour. Alle Testgeräte, die hat man länger, sprich das 12 Pro wird das retour geschickt. Und ich werde sehr wahrscheinlich weiterhin ein 13 Pro hauptsächlich nutzen. Ich bin auch gespannt, was ich wirklich dann im Alltag verwenden werde. Ich bin ja eigentlich ein Fan der kleinen Größe des iPhone 10 damals. Das finde ich eigentlich perfekt. Dann kam das, was war es, das 12er, wo die Kamera im Max so viel besser war. Da musste ich aufs Max umstellen. Und jetzt, nach über einem Jahr mit dem, beim 11er hatte ich auch schon das Max, habe ich mich eigentlich an die Größe gewöhnt. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal zurück möchte auf ein kleineres. Gerade mit dem iPhone Mini hatte ich, ich weiß nicht, ob ihr es im Video schon gesehen habt, hatte ich oft das Problem, dass, wenn ich Fotos gemacht habe, habe ich die Fotos so gemacht und dann habe ich zur Hälfte die Kamera verdeckt und hatte dann die Hälfte meines Fingers mit auf dem Foto drauf. Lorenz, du hast die mittleren zwei getestet, gell? Genau. Die sind ansonsten gleich groß. Genau, die sind wieder gleich groß, gleiche Screengröße. Eben der Unterschied sind die 120 Hertz. Da hat auch jemand gefragt, ob man den Unterschied merkt. Ich persönlich auch, ich habe es auch mit dem 12 Pro und 13 Pro nebeneinander verglichen, ich merke es nicht wirklich. Also im Alltag auf keinen Fall, wenn man ganz genau schaut und wirklich nebeneinander so rauf und runter scrollt, ganz schnell, dann merkt man, es läuft ein bisschen flüssiger auf dem 13 Pro. Ja, aber es spricht für den guten, normalen Display von Apple, dass man nicht viel merkt. Ja, ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich habe das 13 Pro Max in Betrieb genommen, ausprobiert und plötzlich ist mir eingefallen, oh, es hat ja diesen Promotion-Bildschirm, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe es dann auch versucht zu filmen, man sieht es im Video, im 28 Minuten langen Monolog-Video sieht man es auch ein bisschen, dass das eine schon flüssiger ist, aber ich finde Promotion auf dem iPad finde ich viel, viel sinnvoller als auf dem iPhone, weil iOS einfach so gut darin ist, ruckelige Animationen zu verstecken und ich finde es jetzt nicht so zwingend, aber abschalten werde ich es nicht. Man kann es ja abschalten. Hast du gesehen, Lorenz, gibt einen Knopf. Was kann man abschalten? Was, 120 Hertz? Ja, dann geht es zurück auf 60. Ja, habe ich gesehen. Eine Frage noch eines Users. Hält das Wallet besser? Also ich nehme an, das neue Leder, das hast du sicher ausprobiert. Habe ich ausprobiert und ich probiere es jetzt gerade live nochmal aus. Es kann natürlich sein, dass das letztjährige Ding inzwischen ein bisschen ausgeleiert ist. Moment, wir gehen da besser auf die Lorenz-Kamera. Da kommt das Max, das neue, das ist die alte Hülle. Die erkennt man daran, dass sie ausgeleiert ist. Dreht sehr leicht. Neue Hülle. Ich würde sagen, identisch, ganz ehrlich. Ich merke den Unterschied nicht, aber man muss dazu auch sagen, das ist nicht so ein Problem. Als ich es damals getestet habe, dieses Wallet, das erste Mal habe ich mir ja einen Schranz gelacht, wie man in der Schweiz sagt, weil es nicht gehalten hat und so lottrig war. Und im Alltag war es überhaupt kein Problem, da hat es völlig gereicht. Also ich habe es nie verloren und ja, auch dieses Find My werde ich jetzt hoffentlich nicht gerade sofort brauchen. Also ich glaube, das ist, ich mache mir da keine Sorgen, aber besser ist es auch nicht geworden. Und die Rückseite des iPhones ist ja auch nicht rutschfreier geworden. Das war ja auch ein Gerücht, dass das Pro eine bessere Rückseite kriegt. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Du, Lorenz, hast du ein Problem damit, dass das Pro nicht... Ah, du hast halt eine Hülle. Ich nutze halt immer Hüllen, ja. Ich nutze wirklich immer, weil mir ist die Gefahr zu groß, dass es mir aus der Hand fällt. Ist mir auch schon bei Testgeräten passiert von anderen Marken, bei denen es noch gar keine Hülle gab. Darum
nie wieder ohne Hülle. Teurer Spaß. Nein, Frage war noch, geht ins gleiche Thema, nach dem Ceramic Shield, also ob man trotz Ceramic Shield ein Panzerglas noch drauf machen kann. Soll, ich hatte beim 12 OS das ganze Jahr keines, ich nutze das Telefon wirklich intensiv. Ganzen Tag, überall, für Filme, draußen, was auch immer. Und ich würde sagen, kleine Mikrokratzer habe ich, aber nichts Schlimmes, braucht man nicht unbedingt. Es hat geklingelt, meine Tochter kommt, ich sage tschüss, danke vielmals, hat Spaß gemacht. Danke, tschüss. Lorenz, tschüss, tschüss, tschüss. Und weg ist der gute Lorenz. Ups. So, iPad wieder abbauen. Das war jetzt eine Freude, dass Lorenz da schnell Zeit hatte, weil da konnte ich mir alles in Ruhe hier mal einrichten, mal schauen, wie es funktioniert. Und ja, ich bin immer noch baff, dass so viele Leute hier sind. Und jemand hat noch gefragt, habe ich gerade gelesen, verwendet Lorenz das Dunkelkirsch-iPhone-Case? Ja, es ist Dunkelkirsch, wirklich eine ganz, ganz schöne Farbe. Ich habe mir ja frecherweise das Armband in Dunkelkirsch für die Apple Watch gekauft. Ja, man sieht es ja so ein bisschen. In Videos wirkt Dunkelkirsch immer viel zu dunkel. In echt ist es, ja, es ist ein klassisches Dunkelviolett mit ein bisschen Bordeaux drin. Wirklich eine ganz schöne Farbe. Jetzt muss ich mir hier mal das alles ein bisschen anders einrichten mit diesem Live-Studio, dass ich die Kommentare besser lesen kann, weil die Kommentare sind so weit weg. Ich dachte, da kommt vielleicht so alle Minuten mal ein Kommentar oder sowas und dann kann ich dann in Ruhe schnell rübergucken und was lesen. Aber das geht viel zu schnell. Jetzt muss ich mir da selber auch YouTube aufmachen. Moment. Jups. Mal schauen, ob ich mich finde auf YouTube. Das sieht nach dem Livestream aus. Ja, da sehe ich mich schon doppelt. Das ist ja ein super Echo-Effekt. So, da bin ich wieder. Jetzt kann ich mich da mal um die Fragen kümmern. Hast du eine Edelstahlwatch, schreibt jemand. Ja, das ist, was ihr hier seht, ich kann es ja auch schnell zeigen. Das ist meine Series 5 in Edelstahl, die trage ich wechselnd mit deiner Series 6. Ich merke da keinen Unterschied im Alltag, ehrlich gesagt. Ja, die Series 6 ist ein bisschen heller und kann Blutsauerstoff, aber seien wir ehrlich, wer braucht schon die Blutsauerstoffmessung wirklich regelmäßig? Also 5er und 6er Uhr sind für mich absolut austauschbar. Ich merke keinen Unterschied. Jetzt heute ist es ja die Stahl 5er geworden. Jemand sagt, es wird auch Dunkelkirsch bei mir. Gute Idee. Ist das 13 Pro wesentlich schwerer als das 12 Pro? Das können wir auch gleich ausprobieren. Das Problem ist immer, wenn man weiß, dass etwas schwerer ist, dann fühlt es sich automatisch schwerer an. Ich weiß, dass das 13 Pro, ich habe hier nur die Max-Modelle, das Max ein bisschen schwerer ist als das 12 Max. Und ich glaube, es jetzt zu spüren, im Alltag, wenn man nur noch ein Telefon dabei hat, wird man es nicht merken. Ist immer ein bisschen das Problem, wenn man am Testen ist, dann hat man irgendwie das Vorabgerät in der einen Tasche, das Privatgerät in der anderen Tasche und ja, ist immer so ein bisschen ein klinisches Setup. Darum ja, wird es dann wirklich spannend, wenn man es wirklich richtig im Alltag verwendet. So. Hi, ich besitze zurzeit ein iPhone 7, soll ich jetzt ein iPhone 13 oder 13 Pro holen? Das ist eine sehr gute Frage und eine weise Entscheidung, ein iPhone 7 sehr lange zu behalten. Das iPhone 7, finde ich, ist eines der besten iPhones, die es gab. War auch das erste iPhone, was so ein bisschen die Drei-Jahres-Theorie bestätigt hat, weil immer das dritte, früher war es ja immer so, neues iPhone, dann S-Jahr, wo es einfach ein bisschen verbessert wurde, neues iPhone S-Jahr. Inzwischen ist es ja eher ein Dreisprung. Da kam das iPhone 6, dann kam das 6S und dann kam das 7. Und das 7 war das dritte dieser Generation und das war wirklich ein sehr, sehr gutes iPhone. Haben wir in der Familie auch noch eins im Einsatz. Mit der Metall-Alu-Rückseite ist es auch ausgesprochen robust. Ja, wirklich ein gutes. Und beim 11 war es dann auch wieder so. Das war auch das dritte der iPhone 10-Generation. Und das war auch ein unglaublich gutes Handy. Darum finde ich, ist das iPhone 11 ja momentan mein Budget-Tipp. Da gibt es wirklich gute Preise. Aber die nette Person, da geht es so schnell, ich komme gar nicht nach mit Lesen, ein lebenslanger 05er heißt er, hat gefragt nach dem 7er, ob er jetzt ein 13er oder 13 Pro holen soll. Wer das iPhone sehr lange behält, kann tendenziell mehr Geld ausgeben für ein neues, weil ja, man
stottert es ja dann theoretisch über mehrere Jahre ab und hat lange was davon. Darum kann man schon ein bisschen Geld ausgeben. Die Frage ist fürs Pro-Sprechen eigentlich zwei Sachen in meinem Alltag. Der Bildschirm, da haben wir mit Lorenz ja drüber gesprochen. Wenn man das jetzt unbedingt haben möchte, ja von mir aus, ich würde mir wegen dem Promotion-Bildschirm nie ein teureres iPhone kaufen. Mein Argument dafür wäre die Kamera. Und die Weitwinkelkamera ist schon viel, viel lustiger auf dem Pro, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztes Jahr war es schwierig zwischen Pro und Nicht-Pro, weil die Kameras sehr ähnlich waren. Dieses Jahr hat das Pro wirklich bessere Argumente, aber am Schluss des Tages musst du schauen, wie viel du ausgeben willst und bloß nicht das Budget überstrapazieren, weil wenn das iPhone einmal runterfällt und kaputt ist, ist das ganze Investment auch futsch. Also bloß nicht zu viel Geld ausgeben. Lieber ein bisschen beim Smartphone sparen und sonst was Tolles damit machen mit dem Geld. Ich finde es sehr schade, dass man jetzt, wenn man farblich passende Watch 7 möchte, zum Pro-iPhone und zum Watch-Edelstahlmodell greifen muss. Es gibt ja keine Watch-Alu mehr in Schwarz. Ja, das mit den Farben ist ein bisschen ein Dilemma, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Uhr. Ich habe es mir noch nicht so ganz genau angeschaut, was sie da gemacht haben, aber ich glaube, da müssen wir dann irgendwann, wie gesagt, ich tippe auf November, im November drüber sprechen. Ich finde es beispielsweise auch sehr schade, dass es weiterhin keine neuen Metallgliederarmbänder in den neuen Farben gegeben hat. Also das ist auch schade. Ein Titan-Gliederarmband wäre wunderschön gewesen. Aber Apple hat das sicher ausgerechnet 100 Mal und rausgefunden, das kauft einfach keiner. Höchstens der hier. Hallo Raphael, lieber jetzt das 12 Pro kaufen oder das normale 13? Oh, das ist auch eine schwierige Frage. 12 Pro oder das normale 13? Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut die Preise fürs 12 Pro sind. Ich würde ehrlich gesagt, wegen dem Akku würde ich doch zum 13er greifen. Weil die Kamera des 12 Pro ist nicht so viel besser als die Kamera des normalen 13er, würde ich sagen. Klar, du hast die Zoom-Linse, nicht das Teleobjektiv, aber sonst... Ich glaube, ich würde ganz leicht zum 13er und nicht zum 12 Pro tendieren, vor allem wegen dem Akku. Wie gesagt, ich habe den Akku auch erst anfangs getestet, aber ich glaube schon, der ist eine Spur besser. Das neue Wallet hat die gleiche Animation beim Anbringen, oder? Wird gefragt, das probieren wir aus. Sieht man das? Ja, so halb. Das war die neue Wallet. Jetzt kommt die alte. Ja, QED. Identisch. Frage beantwortet. Dann. Dann Plädoyer für Sauerstoffmessung in der Apple Watch, damit man weiß, dass man noch atmet. Raphael, dein Channel explodiert, du wirst sogar bei iFun mittlerweile verlinkt. Oh, ja, sowieso lustig, wie dieser Kanal hier ein bisschen um die Ohren fliegt. Aber ich wollte das mit dem Live jetzt eben sowieso mal ausprobieren. Ich finde das eigentlich noch ein reizvolles Format. Ich komme ja ursprünglich vom Radio und ich mag Live. Ich mag eigentlich nicht vorproduzieren. Sieht man den Videos ja auch an. Die sind ja meistens eigentlich auch live, einfach live aufgenommen und dann rausgespielt. Mit ein bisschen Brimborium noch drumherum. So, Raphael, wie läuft es mit der Weiterbildung an der Schieblehre? Oh, die Schieblehre, ja, das Desaster. Ich habe sie irgendwo noch. Ich habe mir ganz kurz überlegt, ob ich mit der Schieblehre das neue iPhone vermessen soll. Ich habe es dann gelassen. Zumal die Schieblehre auch sehr kantig und scharf vorne ist und ich ein bisschen Angst hatte, die schönen Stahlkanten des iPhones zu zerkratzen. Aber die Schieblehre kommt wieder, ganz fest versprochen. Und auf das nette Angebot mit dem Schieblehre-Kurs komme ich auch zurück. Ich habe inzwischen auch einen Kurs auf YouTube geschaut, jemand, der erklärt, wie man eine Schieblehre bedient. Eigentlich sehr trivial. Mein Problem war, dass ich etwas sehr Weiches und Filigranes messen wollte mit der Schieblehre. Dafür ist sie nicht so ideal, habe ich gelernt. So. Welche Gehäusegröße ist deine Watch? Das ist eine 44er. Ich habe mir ganz anfangs, als die Apple Watch kam, war ich sehr unentschlossen, ob ich die kleinere nehmen soll oder die größere. Ich mag eigentlich kleine Uhren, habe mich dann aber für Fotos und Videos entschieden, die größere zu nehmen, dass man es ein bisschen besser sieht, was halt auf der Uhr passiert. Oh, ich habe die Kamera gar nicht umgestellt, ich Depp.
Na, ich weiß schon, warum andere YouTuber da Produzenten und Regisseure und alles haben. Da bin ich wieder. Hallo. Nein, wo waren wir? Bei der Apple Watch-Größe. Ja. Nein, ich habe mich damals für die 42er dann entschieden, weil 42 mm noch eine gute Größe ist. Dann ist sie ein bisschen raufgegangen auf 44. Ja, den Sprung habe ich dann halt mitgemacht mit den Armbändern und jetzt werde ich dann halt auf die 45er umsteigen müssen. Ich glaube nicht, dass man im Alltag so groß merkt, ehrlich gesagt. Aber ja, ich finde schon ulkig, dass die ursprüngliche Apple Watch, die große war 42 mm und die kleine ist jetzt dann 41 mm. Ich muss die dann mal unbedingt nebeneinander halten, eine kleine neue und eine große alte und schauen, ob sie wirklich ähnliche Größe haben. Ich entschuldige mich, dass ich ständig Fragen überhüpfe hier, aber das geht so rasend schnell. Wie findest du den neuen Fokusmodus? Ich fand den, ehrlich gesagt, in der ganzen Beta unnötig kompliziert und mühsam und ich hatte so keine Lust darauf, den auszuprobieren und war mir zu kompliziert und ich wollte es nicht haben. Jetzt habe ich mir heute einen Fokusmodus-Video gebaut, der alle Benachrichtigungen, Anrufe und alles deaktiviert und ist großartig. Ich bin wirklich in den letzten 3-4 Stunden zum Fan des Fokusmodus geworden. Dank diesem super Blockmodus. Gut, ich habe mehrere Anrufe verpasst, aber das war egal. Ich musste ja eh so viel arbeiten. Ich musste den iPhone-Test fertig schreiben, Video schauen und ja, das hat mir sehr geholfen zu konzentrieren. Ich werde das jetzt sehr, sehr ernsthaft betreiben in der nächsten Zeit mit diesem Fokusmodus. Wie genau machst du das mit dem permanenten Wechsel zwischen mehreren Watches? Das ist eine sehr gute Frage und ein guter Trick. Ich habe eine Taguhr und eine Nachtuhr. Ich wechsle einfach immer am Abend irgendwann die Uhr und am Morgen wechsle ich sie wieder. So muss ich nie warten, bis eine Uhr geladen ist. Und ich habe das lange Zeit mit einer 5er und einer 3er gemacht. Und ja, gerade die älteren Uhren kann man gut als Nachtuhr nutzen. Und das, darum habe ich nie Ladeprobleme mit der Apple Watch. Und ganz von Anfang an hat Apple, offensichtlich gibt es bei Apple Leute, die das auch machen. Ich habe auch schon von manchen gehört, die das dort auch so machen. Das funktioniert großartig. Das synchronisiert alles automatisch. Da muss man sich nie irgendwie Sorgen machen. Einfach diese Uhr ablegen, aufs Ladedock, die andere anziehen und weiter geht's. Das funktioniert tadellos. Überhaupt kein Problem. Eines der besten Apple Watch Feature, was die meisten Leute logischerweise, weil sie nicht so einen Stapel Uhren haben, nie merken werden. Ich finde es großartig. Kannst du mal das Satellitentelefon ausprobieren? Ja, ja, der war gut. Da gab es ja dieses Gerücht, dass das iPhone dann irgendwelche Satellitenfunktionen hat. Vielleicht schlummert das irgendwie in einem Chip, vielleicht finden wir das dann raus, wenn iFixit das Ding aufschraubt, aber ich würde da die nächsten Monate und Jahre noch nicht damit rechnen. Vielleicht dann übernächstes Jahr oder sowas, aber mal schauen. Da wurde hat vermutlich irgendein Hersteller von solchen Chips ein bisschen geplaudert und sich ein bisschen Unterstützung erhofft. Kashis Blog featuret dich auch. Ach, der gute Kashi, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Den habe ich jeweils an Apple-Events getroffen. Das ist ja so schade, dass wir jetzt da nicht mehr reisen können. Trifft man all die guten Kollegen nicht mehr. Dafür habe ich jetzt alle euch. Würdest du das iPhone 11 auch noch empfehlen? Ich habe immer noch das 6er. Nicht lachen. Nein, keine Sorge, ich lache nicht. Ich kenne viele Leute mit dem 6er. Ich kenne auch Leute mit noch älteren iPhones. Ich würde das 11 unbedingt empfehlen. Das 11 ist sogar mein Budget-Tipp. Ich finde, da ist der Preis wirklich gut. Ich kenne die deutschen Preise nicht ganz so gut wie die Schweizer Preise, aber in der Schweiz kriegst du es, wenn du Glück hast, für 500 oder 550 Franken und an Black Friday wird es sicher noch mal billiger. Und das 11er, ich habe es ja vorhin erwähnt, ist das wieder das dritte, also das Drittgenerationsgerät und es ist einfach sehr gut. Total ausgereift, super, hält ewig, ganz guter Akku. Gegen das 11er kann ich gar nichts sagen. Meine Favoriten sind SE, 11er und dann die 13er. Hallo, wie findest du die Akkulaufzeit beim iPhone 13 Pro Max im Vergleich zum 12 Pro Max? Danke. Wie gesagt, es ist schwierig mit Akkulaufzeiten jetzt so früh schon was zu sagen, aber ich habe das Gefühl, sie hält viel, viel länger und ausdauernder durch. Aber The Verge hat ja, ich muss das mal nachschauen, ich muss euch das vorlesen. So, wo haben wir es? The Verge hat da mit unglaublich vielen Superlativen haben sie hantiert. Sie sagen, iPhone 13 Pro and Pro Max Review, the Pro is in the details.
Ja, jetzt haben sie es verschwinden lassen. Der Titel war vermutlich ein bisschen zu reißerisch. Nein, da ist es noch. iPhone 13 Pro Review. A better display, the best camera and, haltet euch fest, incredible battery life. Also unglaubliche Akkulaufzeit. Schreiben Sie da noch mehr dazu. Unten schreiben Sie noch incredible camera system. Ja, das ist alles ein bisschen incredible. Ja, ich glaube, The Verge ist begeistert. Aber ich muss das dann noch in Ruhe lesen, was Sie da genau schreiben. Dani Meyer schlägt vor, das iPhone 14 zu teasen. Ja, das wäre natürlich großartig. Das waren ganz ulkige Gerüchte da mit dem iPhone 14. Ich hätte auch so ein iPhone 14 zeichnen können. Das Einzige, was mich an diesen iPhone 14 Gerüchten überrascht hat, waren die runden Lautsprecherknöpfe, dass die zurückkommen sollen. Das fand ich faszinierend. Den Rest fand ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Da fand ich die Gerüchte zur kantigen Uhr von Prosser viel, viel lustiger. Und dort sind wir uns ja auch einig. Ich glaube auch, dass Apple da irgendwo, aber vermutlich viel früher, als wir alle denken, entschieden hat, nein, das kommt nicht, wir machen was anderes. Aber das ist ein Fass für sich. Wo waren wir? Wie gefällt dir die Makroaufnahme? Die gefällt mir sehr gut. Makroaufnahmen ist normalerweise nicht ganz einfach. Ich verwende ja dieses Sony Makroobjektiv. Ich muss es in die Kamera halten, dass man sieht so. Das ist mein Makroobjektiv. Und mit Makroobjektiven kann unglaublich viel schief gehen und man kann es unglaublich verpfuschen. Und Licht ist immer schwierig. Mit dem iPhone ist es ganz einfach. Man hält es einfach hin und kriegt ein gutes Foto. Wir können ja mal ein Live-Foto machen. Moment. Vom schönen Klee. Oh, habt ihr das gesehen, den feinen Ruckler? Es dauert bei Makrofotos, auch bei vielen Fotos mit Textur, dauert es jeweils ein Weilchen, bis das Foto fertig ist. Hat man jetzt hier auch gesehen, aber das ist jetzt nicht mein bestes Makrofoto, ganz ehrlich. Da ist, in der Mitte ist es unscharf, da oben ist es scharf ein bisschen. Ja, aber wenn man es richtig einsetzt, ist der Makromodus wirklich toll. Also das macht Spaß mit dem Makromodus. Eigentlich müssen den jedes iPhone haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass der nur das Pro hat, aber ich würde da ziemlich viel drauf wetten, dass der nächstes Jahr auch im 14 ohne Pro kommt, weil das ist so etwas Praktisches. Ranhalten und da ist es. Kann man Apple Care Plus jetzt unbegrenzt verlängern in dem Abo? Da bin ich heillos überfragt. Ich kenne mich nicht aus mit Apple Care Plus. Mich würde interessieren, ob du den MagSafe-Zusatzakku aktiv nutzt. Nein, ich habe ihn nicht mal hier, ehrlich gesagt. Ich habe so ein billiges No-Name-Dings. Nein, ich habe zwei billige No-Name-Dings. Eines habe ich mir Ende letztes Jahr bestellt aus China. Ein anderes hat mir ein Schweizer Hersteller mal geschickt. Die reichen völlig und die kosten dann auch nicht 100 irgendwas. Und der Vorteil ist, sie haben USB-C. Da kann ich notfalls auch was anderes damit laden. Löst ein bisschen das Problem, dass das iPhone halt immer noch diesen Lightning-Anschluss hat, den ich so nicht mag. Aber die Mehrheit mag den halt und ja, da muss man sich halt damit arrangieren. So, Safari-Update, Focus-Feature. Wann kommt das Focus-Feature eigentlich auf den Mac? Ich als lausiger Mac-Experte würde sagen, wenn das macOS-Update da ist und ich würde sagen, das kommt vermutlich, wenn die neuen Laptops kommen und ich würde sagen, das ist vermutlich Ende Mitte Oktober oder so, aber behaftet mich nicht drauf. Oh, jetzt geht es wieder schnell hier im Chat. Wie empfindest du die Akkulaufzeit vom Mini? Möchte gerne wieder ein kleines Handy, besitze momentan noch das XR. PS, du machst super Videos, danke dafür. Danke für das nette Kompliment. Mit dem Mini ist das so eine Sache. Technikfans, die es hier auf YouTube sehr viele gibt, finden den Akku alle viel zu schwach, das iPhone Mini, und beklagen sich lauthals. Also das Mini 12. Die Leute, die ich kenne aus dem Alltag, die nun wirklich keine Technikfans sind und sich alle ein Mini gekauft haben, haben überhaupt kein Problem mit dem Akku, der reicht ihnen völlig. Ich würde also sagen, diese Information kombiniert mit der Information, dass der Akku jetzt nochmal besser hält oder halten soll im Mini und allen 13. Und ich würde sagen, man kommt mit dem neuen gut durch den Tag. Aber das ist, wie gesagt, alles noch sehr, sehr spekuliert. Aber ich habe jetzt
dann nochmal bei The Verge geschaut. Die haben auch den normalen Akku des 13ers sehr gelobt. Also, ja. Ich wäre nicht überrascht, wenn der Akku des Mini jetzt mindestens einen Teil der Kritiker besänftigen kann. Der Prosser kann nur akkurat Augenbrauen schneiden. Ja, das kann er gut. Darum werde ich nie so eine blöde Wette machen. Ich habe nur einmal gewettet, dass ich mir die Haare schneide. Und das habe ich dann halt gemacht. Meinst du, Johnny Ive hat noch ein Mitspracherecht bei den neuen Apple Designs? Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube ja sogar, Johnny Ive wäre eigentlich schon viel früher bei Apple gegangen, wenn nicht Steve Jobs gestorben ist. Stellt euch vor, Steve Jobs stirbt und Johnny Ive geht. Da wäre ja der Horror gewesen. Nein, der musste dann halt einfach seine Zeit absitzen und hat dann halt gemacht, was er wollte. Und die Uhr hat ihm ja sehr gefallen. Das war ja sein Ding. Was er sonst noch gemacht hat, ich weiß es wirklich nicht. Ihm wird ja immer die Touchbar angelastet in den neuen MacBooks. Ich wäre nicht überrascht, wenn er mit denen gar nichts zu tun hatte, dass ihn die nur gelangweilt haben. Ich glaube, er hat sich noch um den Hauptsitz gekümmert, um die Uhr und sonst seine Uhrensammlung poliert. Ja, er hat ja sehr, sehr viele mechanische Uhren, ist ein großer Uhrenfan und Autofan ist er auch. Also dem ist sicher nicht langweilig geworden. Jetzt hat er ja seine eigene Firma, aber was die so genau machen, ist mir nicht klar. Ich glaube, bei Airbnb haben die mal irgendeinen Auftrag gehabt oder sowas. Aber nein, ich glaube, der ist da ganz zufrieden, dass er da nicht mitreden muss. Aber klar, die Uhr wird ihm sicher noch gefallen, weil es ja immer noch das Originaldesign und eben nicht dieses Prosser-Kanten-Dings. Konntest du schon Astrofotografie testen? Ja, Astrofotografie ist in Handys immer ein bisschen ein großes Wort. Ich habe einfach Nachtaufnahmen gemacht und das sieht man schon, seht ihr im Video, wenn ihr mein langes Video zum iPhone 12 schaut, zum iPhone 13, aber das iPhone 12 Pro Max macht ein bisschen hellere Nachtaufnahmen momentan noch. Das 13 Pro Max macht etwas dunklere, wie ich finde, schönere Nachtaufnahmen, wo man aber auch ein bisschen weniger Sterne sieht. Also ich käme jetzt spontan nie auf die Idee, mit dem iPhone Sterne fotografieren zu wollen. Aber mal schauen, vielleicht kriegt man das dann mit RAW oder so, kriegt man das vielleicht dann hin. Aber Astrofotografie ist unglaublich schwierig und ja, da ist ganz viel Show dabei. Und ich würde mir da nicht zu viel davon versprechen, ehrlich gesagt. Findest du, der Kauf des iPhone Pro lohnt sich dieses Jahr? Ja, das ist mit vielen Gegenfragen kombiniert. Kommt darauf an, was man aktuell hat. Von einem 12er aufs 13er zu wechseln, bringt es auch nur vermutlich nur für Akku- und Kamerafans oder Bildschirmfans oder wenn man etwas unbedingt haben möchte und einen guten Preis für sein altes Handy kriegt. Aber für die meisten Leute wechseln auch nicht alle Jahr das Handy. Also das ist schwierig, aber ich mag das 13er lieber als das 12er, weil das 12er ist nicht wirklich billiger geworden, hat weniger Akku und hat weniger Speicher bei den meisten Leuten, weil das 12er hat ja noch die knausrige 64 GB Option. Was ist an den Gerüchten dran, dass Face ID nun auch mit Maske funktioniert? Ja, das Gerücht gab es mal und ich kenne Leute, bei denen funktioniert das Face ID problemlos, wenn sie eine Maske tragen. Ich vermute, das war irgendein Missverständnis oder der Algorithmus hat irgendwie was gelernt darin und hat halt die Maske gelernt und kann die jetzt, oder ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass da viel dahinter steckt. Aber falls es kommen sollte, wäre es natürlich super willkommen, weil das nervt halt schon am iPhone, dass man eine Apple Watch haben muss oder den blöden PIN-Code die ganze Zeit eintippen. Darum wünschte ich mir so, es hätte auch, Touch-ID im Power-Knopf oder im Bildschirm, wie es bei allen Android-Handys inzwischen zu haben ist. Selbst das Oppo Reno 6, was ich neulich getestet habe, was in der Schweiz momentan 400 Franken kostet, hat das drin. Und das iPhone, was das Dreifache und mehr kostet, hat das nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass das bald mal kommt. Würdest du das Mini empfehlen? Ja, vermutlich schon. Also kommt drauf an, was man sonst noch wissen möchte. Aber das Mini, das neue Mini, ich mag das Mini halt sehr und ich sehe auch sehr, sehr viele zufriedene Leute, die es nutzen. Also logischerweise nicht das 13er, sondern das 12er. Ich halte auch nicht viel von den Gerüchten, die immer sagen, das Mini verkauft sich nicht.
Mini-Käuferinnen und Käufer brauchen einfach ein bisschen länger. Das sind nicht die Technikfans, die sofort in den Laden rennen und alles kaufen jedes Jahr. Das sind Leute, die in den Laden gehen und sagen, ich hätte gern das iPhone. Oh, es gibt es auch einen kleinen. Ja, das will ich. Sagt jemand, hallo, hallo. Was ist dann? Ah, das haben wir schon. Gerne häufiger so streamen. Ja, da bin ich dann sehr froh, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Ist für mich ein lustiges Experiment. Eigentlich teste ich ja vor allem da dieses Wechselboard da hinten, was ihr jetzt gerade nicht seht. Wann hast du die iPhones bekommen? Sie kamen am Freitagnachmittag. Ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht groß sage, das ist eine iPhone-Review oder der alles umfassende Supertest der neuen iPhones. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn man so wenig Zeit damit hatte. Darum habe ich es jetzt im Tagesanzeiger, in der Zeitung, für die ich arbeite, habe ich es Erfahrungen mit dem iPhone genannt. Die amerikanischen Kollegen hatten es vermutlich ein bisschen früher. Das kann ich mir vorstellen, dass die ein bisschen schneller waren, weil The Verge hat da ja schon so absolut geurteilt und sehr viele Akkutests gemacht. Und ja, ich vermute, die hatten ein bisschen mehr Zeit, aber auch das kommt nicht so drauf an. Hast du seine Biografie gelesen? Ich weiß jetzt nicht, wen er meint oder wer sie meint, aber ich habe, glaube ich, noch nie eine ganze Biografie am Stück gelesen, darum ziemlich sicher nein. Würdest du das iPhone 13 Mini, das ist die Nachfrage, iPhone 13 Mini empfehlen, wenn man aktuell einen 11er hat? Ich würde vom 11er noch nicht wegwechseln, ehrlich gesagt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das 11er ist, wir hatten es auch schon hier im Stream, so das 11er ist so ein gutes iPhone, da würde ich locker noch ein Jahr aussitzen und warten. Lohnt sich ein Wechsel vom iPhone 10S auf das 13 Pro Max? Ich tue mich schwer, denn das 11er ist immer noch so gut. Ich würde noch ein Jahr warten, ehrlich gesagt. Also wenn man nicht etwas unbedingt haben muss, würde ich von einem 11er nicht wegwechseln. 11er ist ja eben, wie gesagt, mein Budget-Tipp. Da kann man gut noch ein Jahr aussitzen und sich nächstes Jahr dann noch ein besseres iPhone kaufen. Mini ist sicher schön, aber das XR hat mich verdorben. Wer immer ein Verfechter von kleinen iPhones, gehe wohl nicht mehr zurück. Ja, das ist das Problem. Ich bin auch so einer. Ich habe es gehasst, als die Handys anfingen, größer zu werden. Ich habe immer gesagt, ich will ein kleines Handy, dann gab es immer ein bisschen größeres. Und ja, ihr seht ja selbst, inzwischen komme ich mit dem Max locker zurecht. Ich bediene es mit einer Hand, ich kann es in die Hosentasche stecken, ich habe es überall dabei. Der Mensch gewöhnt sich sehr, sehr schnell an neue Formfaktoren und Größen. Anfangs gibt es immer ein großes Geschrei, wenn irgendetwas ein bisschen ungewohnt daherkommt, aber nach einem Jahr ist es dann sehr schnell vorbei. Man denke nur an die AirPods, da gab es ja auch Riesengeschrei mit diesen weißen Stöpselchen und was ich mir damals für Witze habe anhören müssen und heute ja, hat es jeder. Noch das Video zur Galaxy Watch. Ja, die Galaxy Watch, die ist immer noch im Schrank, weil jetzt halt die iPhone-Sachen raus mussten. Ich bin inzwischen kurz davor, dass das Video zur Galaxy Watch kommt. Anfangs hat die Software nicht gestimmt, dann es gab ganz viele Unstimmigkeiten gegeben. Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich das Video sofort raushauen, aber ich habe dann in der Software so viele Unstimmigkeiten gesehen, dass ich dachte, da muss noch irgendwie mehr kommen. Es kam dann auch ein großes Update und das muss ich mir jetzt dann in den nächsten Wochen mal in aller Ruhe anschauen. Aber die Galaxy Watch, die erste Samsung-Uhr mit Android, mit Google-Software wieder, ist so eine spannende Uhr, die will ich nicht überhasten und dann daneben haben. Darum muss ich mir dann nochmal ein bisschen Zeit nehmen. Und ja, die iPhones haben da ein bisschen dazwischen gefunkt. Nächste Frage. Darfst du die iPhones behalten? Nein, darfst du natürlich nicht und willst du auch nicht, um Himmels Willen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich bin Journalist für eine große Zeitung. Ich muss alles testen, ich muss alles ausprobieren, aber behalten kann ich das Zeugs nicht. Erstens will ich es nicht behalten, weil ich kann ein Handy oder zwei Handy pro Tag verwenden, meistens ein iPhone und ein Android. Zweitens, wie sähe das denn aus, wenn man die Sachen behalten würde, die man da zum Testen kriegt? Das wäre ja schrecklich. Dann hätte man ja einen geldwerten Vorteil, wenn man möglichst viele Testgeräte hat.
Ja, es gab früher mal Fälle, wo Journalisten, die dann die Testgeräte verkauft haben und solche Sachen. Das ist ganz, ganz schlimm und ganz schlecht für den Ruf. Nein, behalten darf man davon gar nicht. Das sind alles Leihgeräte, die man ausborgt. Manche Geräte behält man ein bisschen länger, logischerweise, wenn es Geräte sind, die auch mal Updates haben, damit man auch die Updates wieder anschauen kann und sich nicht jedes Mal ein neues Gerät bestellen muss. Aber nein, behalten kann man das nicht. Das ist alles mit Leihverträgen und das geht dann alles zurück. Und da passe ich höllisch auf, was ihr jetzt hier im Bild nicht seht, mit dem Grund, warum ich mit meinem YouTube aus dem Esszimmer habe ausziehen müssen. Es ging einfach nicht mehr. Ich habe so viele Originalboxen, die ich aufbewahren muss, weil ich ja alles in der Originalbox zurückschicken muss. Normalerweise konnte ich das in Zürich lagern, aber jetzt mit Homeoffice ist das alles zu Hause. Und man muss alle Originalboxen aufbewahren, alles wieder verpacken und dann geht alles wieder zurück. Ich mache sicher pro Jahr 3-4 so Rücksendetage, wo ich nur Päckchen mache und Testgeräte zurückschicke. Behalten kannst du da nichts. Und was halt wirklich gut ist, das kaufst du dir halt. Das ist sowieso ein bisschen das Problem am Beruf. Man wird natürlich verzogen. Beispielsweise die Fotokamera da vorne, die habe ich auch getestet und ich fand sie so gut, dass ich sie unbedingt haben musste und alle monetären Bedenken über Bord geworfen habe. Ja, wirklich großartige Kamera, die Sony A7S. Findest du, es lohnt sich, das iPhone 13 Pro im Gegensatz zum 13, wenn der Preisunterschied in meinem Vertrag auf 2 Jahre gesehen 280 Euro beträgt? Das ist wie früher in der Schule. Immer diese 3 Sätze. Da muss man halt selber abwägen. Ich tue mich immer schwer, über Preise zu urteilen. Soll jeder für sich selber entscheiden, ob es einem das wert ist. Kommt wirklich drauf, welche Funktionen man wirklich nutzt, ob man viel fotografiert. Dann, der Lorenz, der vorhin hier zu Gast war, hat sich noch geschrieben, warum fragt niemand was zum Kinomodus? Ja, das überrascht mich auch, der Kinomodus. Ich hatte unglaublich Spaß damit im Test, habe ganz, ganz viele schöne Familienvideos damit gemacht und dieses lustig improvisierte Video im Test. Ja, ich finde den gut, aber wenn niemand was dazu fragt, naja. Wie spät haben wir eigentlich? Meine Güte, wir sind schon 1 Stunde jetzt dann dran. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich merke auch, dass ich langsam Hunger kriege. Das ist immer das Problem an solchen Tagen, wo große Artikel fällig sind. Da komme ich nicht zum Essen und vergesse es, was zu essen. Falls ihr jetzt meinen Bauch knurren hört, ja, es ist tatsächlich so. Ist die Kamera des 13 Pro viel besser als beim 11 Pro? Das ist auch eine Frage des Standpunktes. Ja, sie kann viel mehr, aber wenn du ein guter Fotograf bist, kannst du mit dem 11 Pro jeden mittelmäßigen Fotograf mit dem 13 Pro ausstechen, bin ich mir ziemlich sicher. Außer vielleicht Makro kriegst du nicht hin, aber sonst, nein, das 11 Pro kann eigentlich immer noch alles. Darum bin ich da so Fan der 11er iPhones, weil die haben einfach, das war wirklich der große Kamerasprung vom 10S aufs 11er. Die 11er waren wirklich, da hatte das iPhone endlich wieder gute Kameras, oder? Böse Zungen würden ja behaupten, zum ersten Mal wirklich gute Kameras. Welches ist das sinnvollste Zubehör für die iPhones? Eine Hülle. Gibt es für ganz, ganz wenig Euro und erspart einem ganz viel Ärger. Außer man ist waghalsig wie ich und nutzt einfach nur das Portemonnaie. Lohnt es sich, vom 12 Pro zum 13 Pro abzugraden? Schwierig zu sagen, kommt darauf an, ob man viel fotografiert, ob man viel Akku braucht. Dann könnte es sich lohnen. Aber man muss dann immer noch einen guten Wiederverkaufspreis für sein altes iPhone erzielen. Dann, warum nicht? Wie ist der Kameramodus? Der Kinomodus ist großartig. Ich habe damit sehr, sehr viel Spaß. Aber es ist eine Spielerei. Also es ist nicht, das ist kein Profi-Feature. Erstens ist es nur HD. Das ist nicht so dramatisch. Es gibt ganz, ganz teure Profikameras, die heute nur HD filmen. Ist nicht alles immer 4K. Technikfans jubeln da immer bei 4K und rufen 8K und wirklich teure, tolle Profikameras gibt es heute noch, Ari-Kameras, die nur in HD filmen, aber das halt dafür wunderschön. Und
dann sollte man sich nicht zu viel einbilden. Aber der Kinomodus, ich habe wirklich viel Freude daran. Ich finde es auch, es fällt weniger auf, dass es ein Software-Trick ist. Computational Photography ist es ja bei Fotografie, da wäre es eigentlich Computational Videography, weil die Software ja ausrechnet, was muss jetzt scharf sein, was muss unscharf sein. Das ist ja wie hier im Video, wo ihr seht, vorzugsweise, falls es klappt, mein Kopf ist halbwegs scharf und der Hintergrund ist ein bisschen unscharf. Und wenn ich jetzt da so die Hand nach vorne hebe, genau, wird es hinten unscharf. Und das ist ein mechanischer Effekt, da macht der Fokus in der Kamera, sorgt dafür, dass das scharf ist. Der beim Kinomodus im iPhone macht das die Software und das ist schon beeindruckend. Denkst du mit im 14er iPhone wird viel mehr Technik kommen und das Design sich enorm ändern? Ich glaube, das 14er iPhone wird das Drittgenerationsgerät der 12er Reihe und damit sicher das solideste, das erfahrenste, das bewährteste von dieser Dreier-Generation. Ich glaube nicht, dass es da einen großen Designsprung schon geben wird. Obwohl Onkel Poster ja gesagt hat, da mit der Glasrückseite und den runden Lautsprecherknöpfen. Ich glaube es, ich rechne da jetzt auch noch nicht mit dem großen Sprung. Aber vielleicht geht Apple zurück auf alle 2 Jahre ein großer Sprung. Wer weiß. Also da bin ich sehr gespannt. Hast du grobe Bugs bei iOS 15 erlebt? Sieht sehr stabil aus. Ja, iOS 15 ist sehr stabil. Ich habe es sehr früh schon auf Testgeräte draufgehauen, als es noch Beta war. Und da hat es eigentlich mehr gewirkt wie eine Unterversion von iOS 14, ehrlich gesagt. Und es gibt ja auch sehr, sehr wenig Feature. Also darum ist es auch sehr, sehr ausgereift. Also bei iOS 15 mache ich mir jetzt momentan keine Sorgen. Merkst du das zusätzliche Gewicht? Nein, nur weil ich es weiß, fällt es mir auf mit dem Gewicht. Würdest du das iPad Pro 2020 noch empfehlen oder besser M1? Wenn du einen guten Preis aufs 2020er kriegst, würde ich da unbedingt genau hinschauen. Was fürs neue 2021er iPad Pro spricht, für das große ist der unglaublich tolle Mini-LED-Bildschirm, der schnellere Thunderbolt-Anschluss und vor allem, was ich im Alltag bemerke, der viel, viel schnellere Speicher. Ich verschiebe riesige Dateien heute, das Video zum iPhone war irgendwie 20 GB groß, weil ich von der Kamera schnell da draufgezogen habe aufs iPad, um es zu schneiden. Da merkst du schon. Aber wenn du nicht irgendwie Heavy-Use-Cases hast, wird das 2020 erreichen und ich glaube, da gibt es sehr gute Preise. Beeindruckend, hat jemand eine Nachricht zurückgezogen, das kann man anscheinend. Welches iPhone würdest du mir empfehlen? Es wäre mein erstes. Ohne lang zu überlegen, das iPhone 11. Da stimmt Preis, Leistung und alles ist super. Da zahlst du nicht die Welt und falls du doch mehr ausgeben willst, kannst du dir auch ein iPhone 13 oder 13 Mini kaufen. Aber wenn es dein erstes iPhone ist, würde ich wirklich nicht die Bank sprengen und ein 11er nehmen. Das ist das vernünftigste iPhone von allen. Wirklich ganz gute Preise im Moment. Ich habe ein iPhone 10 und denke, dass ich nächstes Jahr mir das 13S 14 holen werde. Ja, das ist ein guter Plan. Je länger man die iPhones nutzt, desto besser spart man Geld und ist auch gut für Apple, dann geben sie sich mehr Mühe mit den Updates. Wenn die Leute sklavisch jedes Jahr ein neues kaufen, dann machen sie auch ein bisschen, was sie wollen. So. Ich erwarte den nächsten großen Designsprung auch erst mit Wegfall der Notch. Genau, wahrscheinlich sieht es nach 2 Jahren so aus. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe ja immer gesagt, es ist albern, dass der Notch, also die schwarze Aussparung oben kleiner wird, weil das bringt ja nichts. Entweder sie machen sie ganz weg oder sie lassen sie so, wie sie ist. Ich hatte Unrecht, sie haben sie kleiner gemacht. Da wäre es doch unglaublich seltsam, wenn sie die nächstes Jahr ganz weglassen und da diesen komischen Zwischenschritt gemacht hätten. Ich weiß nicht so recht. Also
Ich würde auch eher sagen, das dauert sicher noch 2-3 Jahre, bis der ganz verschwindet. Ist ja auch ein Designelement von Apple, daran erkennt man die iPhones. So. Prozentanzeige neben der Notch, wo wir es gerade von der Notch haben. Nein, die gibt es nicht, keine Prozente da. Leider für die Fans der Prozentzahlen. Ich mag die ja nicht, ich will die lieber nicht sehen, weil die machen mich nur nervös und stören mich. Aber nein, die sind momentan nicht da. Vielleicht kommt das dann mal per Update oder sowas. Es gibt ja viele Fans, die sich das wünschen. Aber ich mag nicht die ganze Zeit der Batterie beim Ausgehen zuschauen. Dann fragt noch jemand, ob es sich lohnt, von der Apple Watch 6 auf die 7er zu wechseln. Wenn man einen guten Preis für seine aktuelle Uhr kriegt, klar, aber ihr seht es daran, das ist eine 5er Apple Watch, die trage ich wechselnd mit einer 6er und ich merke im Alter wirklich kein bisschen Unterschied. Also ich würde, bei der Apple Watch kann man noch besser irgendwie 3-4 Jahre warten mit dem Sprung. Ich habe mir damals die 3er gekauft und dann die 5er. Die 5er wegen dem Immeran-Bildschirm, weil der Immeran-Bildschirm war für mich das größte Upgrade in der Geschichte der Apple Watch, weil das hat wirklich die Uhr so viel besser gemacht. Das hat wirklich alles geändert. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen und ich habe mir eigentlich vorgenommen, eine Stunde hier zu plaudern und das habe ich schon maßlos überzogen. Ich würde sagen, wir lassen es mal fürs Erste. Wir können das ja wieder mal machen, wenn die Leute das lustig findet, wenn ihr das gut findet. Schreibt doch, gibt es bei Livestreams unten eigentlich Kommentare, wenn man die abschaltet? Finden wir alles raus, ist ein kleiner Test für mich. Ich habe ja auch das da hier getestet. Mal schauen, ob ich das vorführen kann. Ups. Da, dieses Blackmagic-Ding wollte ich mal ausprobieren. Darum in erster Linie dieser Livestream. Und ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Also wenn ihr das toll gefunden habt, irgendwo Like drücken und unten Kommentare schreiben, das weiß ich, wie es funktioniert hat. Ist alles ein bisschen gebastelt. Ihr seht, ich habe da ja mit den iPads und dem Lorenz via iPad zugeschaltet, aber ja, ich fand es sehr, sehr lustig und von mir aus gerne wieder mal und tschüss.